So, da sind wir auch schon wieder. Und es gibt anscheinend Kuchen. Wow. Hast, da ist nochmal kurz in der Pause und es gibt hier Kuchen ohne Ende. Wie Ja, geil ist den das denn? Jummelkuchen. Genau, habe ich mir schon gelesen. Juchen, Jummelkuchen. Ja, cool. Auf jeden Fall Auf ist jeden das Fall. die Inneneinrichtung schlechthin. Ja, Try-and-Error-Methode, genau. Ja. Ja, der Nightbot lebt im Try-Error-Verfahren. Ich kann gerade nichts essen. Aber trotzdem danke für den Kuchen. Coole Sache. Ist natürlich wie immer Selbstbedienung anscheinend. Ja, Kuchenparty. Definitiv. Definitiv. Ja. Ja, der Nightbot ist halt ein Beta-Bot. Ich teste den halt so ein bisschen. Und wenn das mal nicht klappt, dann ist das halt so. Ja. Davon geht die Welt nicht unter. Definitiv. So, ich gönne mir hier noch ein bisschen Holz. Gut, ich muss mir jetzt erstmal einen Ofen basteln. So, also ich finde in meinem eigenen Zuhause nicht mehr so recht. Lol, ich glaube, das wird mir später auch so gehen, wenn das Gebäude noch weiter wächst. Aber da muss ich langsam mal einen Riegel vorschieben. Ja. Gibt es hier irgendwie So. Möglichkeiten, die Kisten zu transportieren, ne, wa? Nee. Ich habe schon Außer vergeblich. man tut die Kisten ja, ne? Genau, ich habe schon vergeblich nach einer Dolly oder so gesucht. Gibt's nicht. Okay. Yay! I'm Hot hot. Topic. Hot Topic. Kurzer Lag. Aber nur kurz. Ja, nur ganz kurz. Das sind die Mikrolecks, die angesprochen wurden. Ja, das ist halt typisch Minecraft, ne? Ja. Also doch Format A bis Z oder gut. Nee, da reicht eigentlich Format C, da wo dann dein System drauf gespeichert ist, ne? Oder Format D, falls du es extern lagerst. Wobei D natürlich nicht unbedingt extern ist. Ja, wenn man die die Festplatte, genau. Die Festplatte natürlich formatiert, ist ja ganz klar, ne? Wenn man die aufspaltet, wie eine Persönlichkeit. Partitionieren. Wow. Oh, guck mal an, der Nightbot ist wieder da. Ja, meine Fresse. Das. Ich schätze mal, das war ein, ja, ein Ja, ich glaube, wir haben ihn Datenbank-Neustart. überfordert. Nö, ich denke mal, das war ein Datenbank-Neustart bei dem Nightbot-Server. Weil da war kurzfristig war gar nichts mehr zu erreichen. Na gut, dann geht's wieder. Anscheinend. Okay. Oh, schlafen schon wieder. Wow. Ach, jetzt, jetzt habe ich was Falsches gegessen. Ich wollte eigentlich Kuchen naschen. Na, naja, egal, beim nächsten Mal. Mein Bett ist da drin. So, jetzt muss ich mal nach oben gucken, wie überhaupt der Stand der Dinge jetzt gerade ist. Ein Tag, okay. Ah, ne, hier. Ich werde mal auf jeden Fall mal drei Kirschbäume hinhauen. Ah, genau. Drei Kirschbäume. Dann, dann, dann. Und die So. pflanzen sich hier vorne hin. Dann, dann, dann. Okay. Da einmal und da einmal. Ja. Damit wir hier mal ein bisschen was Schönes sehen, außer hier komische Wiese. Ey, Kraxi, das ist ja auch nicht Scherzformat für 1.4 oder 1. April. Was meinst du? Ach so, hier mit Format Z. Ja, klar. Ja, Zero. kann man machen. Also, Ja, da ist man von ja völlig Hero zu frei. Zero. Verstehst du? Ich meine Aufnahmeplatte heißt ja Y für YouTube. Ah, schlaues Kerlchen. Wobei das eigentlich zwei Platten sind, die halt im RAID-Verbund laufen. Ja. Ja, man muss aber immer noch bedenken, die andere Platte ist ja halt ne, da, wo dein System drauf ist, und die andere hast du ja dann halt für Aufnahmen. Aber die laufen halt beide zusammen, damit die halt schneller laufen. Genau. Ich meine, für Minecraft würde eine Festplatte reichen, weil das ist nicht so aufwendig. Aber so Geschichten wie Witcher 3 oder Fallout, wenn man das mit einem einigermaßen Lossless-Codec aufnehmen möchte, hast du mit einer Festplatte verkackt. Ist einfach so, weil die viel zu große Dateien produzieren und viel zu hohe Schreibgeschwindigkeit brauchen. So, ich muss hier noch Setzlinge entfernen, genau. Die Frage ist, kann ich mir, wenn ich das Glas geschisselt habe, daraus mir Dings machen? Weiß er nicht. Ich Da war noch probiere einer. das mal. Ne, das geht nicht.
probiere mal. Die haben sich auch viele angepflanzt. Die müssen alle erstmal wieder weg. Dann muss ich halt den sauren Apfel beißen und 6 Glas dafür aufgeben. Ach so, für Klugscheißer, Mario. Raid 5. Wobei, das wäre dann die dritte Platte. Also wie gesagt, inzwischen sind es 3. Ich hatte mal einen Raid 0. Ja. Aber das ist halt blöd wegen der Ausfallsicherheit. Wenn da einer ausfällt, ist alles verloren. Und dann kam jetzt vor kurzem die dritte Platte dazu. Ja, schon wieder ganz verdrängt, ehrlich gesagt. Krass. Und ja, das sorgt dann für die dementsprechende Ausfallsicherheit wegen... Wenn wir jetzt schon klug scheißen, fangen wir richtig an. Wegen dem Paritätsbit. Uha. Hey, warte mal, hier muss ich anders bauen. Jetzt wird's aber knallhart hier. Ja, dann lassen wir lieber. Versteht sowieso keiner. So, ich kann endlich Kuchen essen. Was für ein Bahnhof? Ja klar, greif zu, Steffi. Hau rein, solange der Vorrat reicht. Nein, SSD wäre nicht empfehlenswert, weil die viel zu teuer sind und viel zu wenig Speicherkapazität haben. Richtig. Ja, für so eine Einzel-Festplatte, SSD, für ein paar Spielchen oder so, die halt wirklich keine hohen Anforderungen haben, gar kein Problem, auch so für Minecraft. Aber SSD im Raid-Verbund, Leute, ja, da Geld lohnt sich nicht. Dann geht euch lieber 1 TB HDD holen, tut die unterm Raid anschließen, habt ihr genauso eine Geschwindigkeit wie eine ganz normale SSD. Ja, das größte Problem ist auch, das sind ja nun mal Solid-State-Drives, also ja. Festspeicher. Und gerade bei Aufnahmen wird so viel hin und her geschrieben, dann wieder gelöscht, geschrieben, wieder gelöscht, dass die Festplatten mal ganz schnell die Biege machen. Und daher würde ich SSDs als Aufnahmeplatte auf jeden Fall nicht empfehlen. Ja, Jan, ich bräuchte nochmal deinen Hammer, bitte. Achso, ja. Den Kappungshammer, bitte. Gerade hier beim Feld, genau, passt. Oder brauchst du den noch? Nö, jetzt gerade nicht. Später wieder. Ach, ich kann nochmal das Feld ernten. Ich glaube, ich habe was vor. Ich glaube, man kann nämlich Glaspanes, wie ich gesehen habe, nämlich auf Kappungsblöcke drauf tun. Aber normale Glasblöcke gehen nicht. Doch, normale gehen. Habe ich ja bei mir 1000-fach gemacht. Ja? Klar. Habe ich bei mir. Die ganzen Fenster sind Carpenters-Blöcke. Okay. Böse Haie. Ja. Böse Haie. So, dann hauen wir da mal drauf. So, ich traue mich irgendwie gerade nicht mit dem Dach anzufangen. Ja, nicht ganz, Player 0956. Nicht ganz, aber du bist nicht dran. So. Ich weiß auch noch nicht, aus welchem Material ich das Dach machen soll. Bin da echt noch so ein bisschen hin und her gerissen. Hab ich noch. Achso. Ah. Wie mache ich das denn? Ach nee, wir machen erstmal mit dem Fußboden weiter. Ich denke, dann kriegen wir das hin. Was ich davor habe. Ich brauche nur wieder Carpenters-Blöcke ohne Ende. Ich laufe nur hoch und runter die ganze Zeit. Erklärst sieht ein bisschen komisch aus, aber kann man mal machen. Durchaus. Habe ich hier noch welche drin? Nee. Ah, einfach Rechtsklick, okay. Gigabit LAN, eine Schreibgeschwindigkeit von 90 bis 105, das ist ja gar nichts. Also meine drei Platten inzwischen haben ungefähr eine Schreibgeschwindigkeit von 400 bis 500 Megabyte pro Sekunde. Ja, da kommt deine SSD fast nah. Jo. So, machen wir da nochmal einen Stack von. Und wenn man sich überlegt, eine SSD kostet um die 256er habe ich 170 Euro für bezahlt, da kriegst du schon 2 bis 3 Terabyte für. Jo. HDD. Ja, klar. Beziehungsweise Alter. Entschuldigung. Alter 4, glaube ich, ist er sogar. Oh, ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Standard da ist. Jetzt brauche ich den Hammer wieder. ja, kriegst du gleich. Ich mache die Seite eben hier noch fertig. Ach, wieso, behalt das Ding, ich brauche mal 9. Okay. Ein Thema. Die nächste gleich wieder gekriegt, weil ich habe nämlich auch nicht mehr so viele Carpunks-Blöcke. Du, es holt dich irgendwann wieder ein. Glaub mir. Also,
7 Stück, dann können wir die Seite hier. Ja, kann man machen. Ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann man machen. Ja. Man muss ja nicht immer das gleiche haben wie die anderen, ne? Wohl wahr. Ja. Ja, jetzt muss ich mal halt noch ein paar Kapungsblöcke bauen. So, kann ich einen Hammer wieder haben? Nö, jetzt habe ich einen. Achso. Nee. Ja, über 1 Gigabit lang sind ja rechnerisch ca. 100 und Mbit. Ein Gigabit sind 100 Mbit, genau. Ist doch richtig. Aber du kriegst nie meistens die 100 Mbit Downstream hin. Jan, du hast einen Upload, einen Download von 200.000, ne? 200 Mbit, ja. Das sind 20 Mbit pro Sekunde und der 25 kann keine 20 ungefähr. Mbit 24, 25. Lass uns 17, 18 kriegen. Also normal 24, 25 Mbit sind es ungefähr, wenn ich bei Steam zum Beispiel ein Spiel runterlade. Ja, kommt aber auch auf welchem Server du gerade runterladest. Ja, klar. Und es kommt natürlich auf die einzelnen Server drauf an, die, wie viel die halt auch freigeben, ne? Von ihrer, von ihrer Serverseite halt. Der Playing Dreams fragt gerade, was euer PC-Setup so mit allem drum und dran gekostet hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, weil inzwischen so viele Aufrüstungen da waren, dass ich selber nicht mehr genau weiß, wie teuer ungefähr. Also ich habe meinen damals für 900 Euro gekauft und mittlerweile habe ich auch knapp wieder 500 Euro reingesteckt. Und da kommen noch Sachen hinzu, wie neue Grafikkarte, dann kommt ein neuer Lüfter hinzu. Ich werde noch eine zweite neue Maus, Sachs-Maus noch holen. Beziehungsweise ich hoffe, dass die morgen da ist. Weil die habe ich gestern bestellt. Mal gucken. Also ich denke mal, da werden eine gute, ja, insgesamt noch mal 200-300 Euro einfließen. Je nachdem vielleicht auch 400 Euro, je nachdem, welche Grafikkarte ich mir natürlich noch dazu hole. Ne? Ja, klar. Also wenn ich mal zusammenrechne, also Grafikkarte sind schon mal 1000 Euro. Dann, ja, wenn ich gucke, Prozessor ist halt ein AMD, der ist halt recht günstig. Das wird sich aber hoffentlich vielleicht bald mal ändern. Ja, mal du gucken. Hast ja gesagt, so Weihnachtszeit rum. Ja, irgendwie so Ende des Jahres, weil ich brauche unbedingt wieder ein Intel. Ganz im Ernst, ich meine, der AMD, der läuft, der macht, was er soll. Aber wenn ich mir so die Leistungsunterschiede angucke zwischen Intel und AMD, da wird mir schlecht bei. Deswegen muss da auf jeden Fall wieder ein Intel-Board her. Und das größte Problem bei AMD ist einfach, die kommen nicht aus dem Knick. Die haben, glaube ich, immer noch keinen Prozessor auf dem Markt, der DDR4 unterstützt. An Arbeitsspeicher meine ich jetzt. Und das ist echt traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, deswegen hast du auch so Leistungseinbußen. Ah, verstehe. Ja, habe ich eigentlich nicht. Ja, aber du sagtest ja, in manchen Sachen wäre doch ein Intel besser gewesen. Gerade beim Rendern. Da zum Beispiel. Obwohl, rendern kannst du auch eigentlich auch über deine GPU. Jein, bedingt. Ja, und über CUDA? Ja, nee, bedingt. Warum bedingt? Naja, CPU ist schneller. Ich habe das mal probiert mit Sony Vegas und die CPU ist tatsächlich schneller. Weil die GPU, also pass auf, das Rendern, er rechnet ja immer mit der CPU. Immer, egal wie du das einstellst, er rechnet immer über die CPU. Und wenn die CPU zu langsam ist oder es nicht hinbekommt, dann wird deine Grafikkarte automatisch ausgebremst und dann stehst du da und hast wahrscheinlich noch höhere Renderzeiten als ohne CUDA. Und deswegen rendere ich ohne CUDA. Oh. Wow, Creeper! Hast du Mob-Griefing aus? Ja. Alter, der stand genau hinter meiner Kiste. Wow, Alter, ist mir gerade der Dachs in die Hose gerutscht. Ja, normalerweise, aber so ist mir halt aufgefallen, braucht er zwar über GPU halt länger, aber er verbraucht bei mir zum Beispiel weniger CPU und rendert mehr über die GPU. Also bei mir macht er die Prozessorauslastung ungefähr bei 80-85%, wenn ich ihn auf Rendern setze. Okay.
Hast du den dann halt auch als hohe Priorität eingesetzt? Dann kann das natürlich sein. Ich habe den teilweise sogar auf niedrigere Priorität eingesetzt, weil ich nebenbei noch Dinge an meinem PC mache. Also ein bisschen Videos gucken, ein bisschen Dinge tun, ein bisschen Minecraft zocken. Ja, okay, daher kann natürlich auch die lange Renderzeit entstehen, ne? Weil du halt die Priorität halt auf niedrig hast. Ja, so lange ist es ja nicht. Also meistens lasse ich ihn ja sowieso über Nacht rendern. Ja, da schmeiße ich den abends irgendwann an, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen oder so. Mhm. Und lasse ihn dann über Nacht rendern und habe halt bei Sony Vegas habe ich ja hier so ein Skript drin, dass ich halt rendern kann und dass er sich danach dann runterfährt. Mhm. Das ist eigentlich ganz praktisch. Geh weg, Melderling, geh. Oh, ab. Oh, jetzt ist er kaputt. Ja, die Höllenmaschine, also ich habe mir da heute Morgen, bevor ich halt losgefahren bin, nochmal ein Video angeguckt. Also 30.000 Euro ist schon ein Geld. Dafür kriegt man auch einiges geboten. Ich glaube, Minecraft 1.9 mit 2.700 FPS. Ist nicht mal gegeben. Nicht bei Minecraft. Oder 2.300, aber irgendwas über den 2K-Bereich. Über 1,4 nee. 4K Auflösung, so kann man es besser ausdrücken, weil er hat glaube ich 4,5K komplett allem drum und dran, also 4K Auflösung mit den ganzen Grafikkarten, mit den RAM-Speicher. Hör mal, da brauchst du privat gar nicht. Nee. Niemals. Das ist total auch übertrieben. Wenn du da so wie Gronkh da zigtausende Sachen renderst, nebenbei noch ein bisschen spielst, livestreamst, du kriegst das Ding nicht ausgelastet. Definitiv nicht. Never. Ne? Wenn man natürlich so ein Gerät gewinnt, warum nicht? Aber ganz ehrlich, 30.000 Euro für so ein Ding. Das ist krank. Nee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte gar nicht so ein Gerät haben, weil ich möchte nicht wissen, was das Ding für einen Stromverbrauch hat. Das kommt noch zusätzlich dazu. Ich glaube, auch wenn du das Ding geschenkt hast, tust du näher die 30.000 Euro Ende des Jahres bei der Stromjahresabrechnung abgeben. Ja. Wie gesagt, also ganz ehrlich, da reichen auch stinknormale 2K-Bildschirme. Das hätte vollkommen gereicht. Und alles um die Hälfte weniger wäre auch vollkommen okay für einen Autonormalverbraucher. Jo, absolut. Ja, das ist wirklich echt hart übertrieben. Gronkhs Rechner, glaube ich, kostet auch irgendwie was so an die 5.000 bis 10.000 Euro. 10.000 ungefähr, ja. Vollkommen zufrieden. Klar. Und ja, selbst er hat Mikrolex. Und selbst er hat Mikrolex, also. Und der hat schon die Titan drin, ne? 980 Titan. Der hat zweimal. Der hat meine Grafikkarte nur dreimal. Ach, deine Grafikkarte dreimal, okay. Ja. Also 36 GB allein Grafikspeicher. Ah, das kannst du nicht rechnen. Beim SLI-Verbund wird nicht der Grafikspeicher zusammengerechnet, sondern es wird nur gespiegelt. Ach so, ja, stimmt, da wird das ja gespiegelt. Jupp. Also dann 12 mal zweimal gespiegelt, okay. Die teilen sich dann quasi die Berechnung von dem Bild. Ja klar, sicher, damit halt nicht alles auf eine Karte ausgelagert wird. Jo. Ich brauche noch Glas. Achso, Glas habe ich hier. Crafting Table. Aber wie gesagt, das liegt dann auch meistens immer an den Spielen selber. Ne? Wie gut die programmiert sind, ob die überhaupt Multitweeting fähig sind, etc. Und da ist bei den meisten Spielen halt noch das Mega-Problem, das Multitweeting, was halt viele Spiele nicht unterstützen. Weil viele Spiele werden halt auf einen CPU programmiert und halt nicht auf mehrere Kerne. Und deswegen haben die meisten PCs auch diese Ruckler-Probleme. Wobei ich das irgendwie auch nicht nachvollziehen kann, aber so langsam sollte mal die Zeit gekommen sein, wo das halt laufen sollte mit Multithreading. Aber naja. Ja, Counter-Strike Global Offensive hat ja Multitweeting drin. Ich hab's probiert, das Ding ruckelt wie Sau. Mhm, okay. Obwohl, der CPU sollte das ja ohne Probleme schaffen, aber der schafft das nicht. Aha. Vielleicht, weil die Grafikkarte das nicht packt, das kann natürlich auch sein.
Kann die Grafikkarte sein. Vielleicht dafür zu alt ist? Für Multitweeting? Bin schon wieder verwirrt. Hm, ich weiß es nicht. Da sagst du nichts Neues, Jan. Ja, es ist langsam immer verwirrt. Echt complicated geworden hier bei dem Haus. Verwirrt. Stimmt, ich muss noch eine Reihe Stein da hinsetzen. Nicht sogar zwei. Und dann kommen noch die Leitergeschichte. Okay, nix, Alter, im Haus da raus. Tschüss. Oh, moin. Stimmt, ich muss doch noch mit Steinen auffüllen. Ja. Ich habe nur noch 230 Steine. Das waren zu Beginn des Streams, waren es 2000. Knapp 2000. Huch. Oh, mir fehlt Glas. Ja, Grille, gefällt's dir? Ja, du hüpfst auch gerade wie voll der Lichterloh. Und ab in die Ecke mit dir. Ja, geh dich schämen. Genau. Steffi, da war es ein bisschen too late. Aber nur ein bisschen. So, ich muss auch gerade meine Grille beseitigen. Hier ist noch eine. Oh, ab. So. Was machen die auf einem noch nicht fertig? Da ist noch eine. Wir haben gesagt, Pixelwelt etwa 30 Euro pro Monat mehr Strom. Das nur 30 durch PC. Euro. Das glaube ich. Warte nicht, das muss das mehr sein. 360 pro Jahr. 360 pro Jahr, da müsste ich ja jetzt statt 41 Euro müsste ich dann ja, knapp 80 Euro zahlen, damit ich überhaupt noch was rauskriege. Ja, Tina? Tina, sag schon, Steffi. Was kann ich für dich tun? Kommen Sie bei mich. So, das ist die richtige Höhe. Ich muss echt nochmal von außen gucken, was es sieht hat, nicht? Ja, Multithreading ist generell ein Problem von Java. Wobei die neue Version, die Java 8, unterstützt das wohl. Und da hängt dann wieder Minecraft hinterher. Also das ist immer so ein Zusammenspiel von vielen Einzelteilen. Ja. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel wird das beim neuen Community-Projekt selber so sein, über die Spigot-Variante von Minecraft. Da ist Multithreading im Bereich Chunkloading schon mit drinne und auch in diversen anderen Sachen. Aber halt nicht bei allem. Okay. Also ist dann halt dann auch programmabhängig. Ja. Also wie gesagt, da spielen dann halt viele Faktoren dann halt eine große Rolle. Ach, du hast eben Tschüss gesagt zu Mix-Item, aber da war ja schon weg, deswegen. Ich glaube halt, momentan bist du alleine. Forever alone. Nur momentan. Ah, jetzt wird er auch noch. Jetzt geht er sogar zu der weiblichen Fraktion über. Ja. 72 kannst du drauf tun. Was habe ich noch gesagt? 64. Und 62 sollte auch noch gehen. 60 sollte auch noch gehen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Version ich drauf habe. Wie gesagt, nicht die aktuellste. Aber solange es läuft, bleibt es drauf. Und bitte, wenn du Java drauf installierst, bitte alle folgenden Versionen deinstallieren. Weil es kann nämlich zu Konflikten führen, wenn ihr frühere Versionen drauf habt. Das sagt aber auch Java selber. Also meistens ist es ja so, dass er beim Installieren gleich die alte Version mit runterschmeißt oder zumindest nachfragt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das momentan Nein, ist. Nein, nicht mehr. Echt nicht? Nein. Okay. Nein. Ich hatte damals durch komischen Zufall hatte ich noch Java 7 drauf gehabt, 64-Bit und zwei Java 8 Versionen. Okay. Also nicht 64-Bit, nicht 32-Bit und 64-Bit, wie es ja normal üblich ist, ne? Ja. Nein, das war damals Java 8. Boah, Update 30 und ich glaube, später habe ich mir dann nochmal 47 installiert. Und natürlich die alte Java 7 Version noch drauf gehabt. Ja, und dann ging gar nichts mehr. Hey. Jetzt habe ich den falschen Stein hier gerade erwischt. Also wie gesagt, Leute,
Das geht jetzt auch für alle. Guckt vorher, dass ihr, wenn ihr eine frische Java-Version drauf tut, bitte die alte vorher löschen. Gegebenenfalls den Rechner mal kurz neu starten. Sollte ja schnell gehen. Jo. Mehr oder weniger. Und dann die neue Java-Version installieren. Nein, Jax muss auch noch fragen, ob noch Liechtensteiner hier sind. Weil wenn ich schon Österreich und Schweiz frage, dann muss auch Liechtensteiner dazwischen fragen. Genau. Weil sonst fühlen die sich benachteiligt. So. Ach nee, war richtig. Krass. Kentangelia. Einfach nur so. Das war so was aus der Deutschland. Lol. Oh, Entschuldigung, bin ich gerade mit meinem Kind gegen das Mikro. Oh, hat man gar nicht gehört, glaube ich. Ah, okay. Oder ich habe nicht aufgepasst. Ja. Das ist sowieso gerade total interessante Bilder hier im Stream, weil ich einfach nur stumpf diese Carpenters-Treppen platziere. Und ich habe totale Angst vor dem Dach, Leute. Ich will das Dach nicht bauen, ich will das Dach nicht bauen. Ich versuche mich da auch so ein bisschen vorzuwehren, aber ich muss irgendwann. Bitte gib mir ein Schießgewehr, denn ich will das Dach nicht mehr. Mir fehlt Glas. Ah ja, einen wunderschönen guten Abend, der Desinfektion. Ja, guten Abend. DNS-Infektion, okay. Jo. Man sollte auch zu später Stunde noch die Brille auspacken. Tut mir leid, falls ich dich da verkehrt gelesen habe. Könnte ja mal vorkommen, ne? Ist ja schon früh und so. Ja, naja. Aber wie lange machen wir heute eigentlich? Wieder frei nach Schnauze, ne? Ja, frei nach Schnauze, bis die Gase uns oben aus den Ohren raus quälen. Jo, alles klar. Gut. Oder bis die Community sagt, halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Genau. Und meine stupiden Bauarbeiten hier wahrscheinlich, genau. So, das sieht auf jeden Fall schon mal schnicker aus. Die Frage ist, haue ich mir da vorne auch eine Glaswand rein oder soll ich das weltoffen lassen? Aber wenn ich das weltoffen lasse, habe ich ja ein Megatierproblem. Oh ja. Yeah. Jetzt weiß ich, warum ich hier den Fehler gemacht habe, weil die Treppe hier ein weiter rechts ist. Na gut, ist ja kein Fehler. Aber deswegen hat es mich eben gewundert. Ja. Hier dasselbe, genau.